Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute 12 Dinge, die dein Code über deine Gesundheit aussagt, an. So eklig es auch klingen mag, die Farbe und die Form deines Stuhlgangs kann viel über deine Gesundheit aussagen. Blau? Bemerkbare Änderungen könnten ein Zeichen einer ernsthaften Erkrankung sein. Ignoriere sie nicht. Schaue dieses Video bis zum Ende und nehme einen weiteren Schritt in Richtung guter Gesundheit vor. Machen wir. Los geht's. Codefarbe. Hautfarbe. Wie du wahrscheinlich weißt, ist dein Stuhl normalerweise braun. Er kann sich von Zeit zu Zeit leicht unterscheiden, abhängig von deiner Nahrung. Aber eine plötzliche Farbveränderung ohne offensichtlichen Grund kann ein Warnzeichen sein. Ich habe mal an einem Tag mittags und abends Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Und dann dachte ich abends, als ich kacken war, dass da Blut in meinem Stuhl ist. Aber es war einfach nur tatsächlich relativ viel Tomatensauce. Tomatensaft! Weiß. Weiß. Ein weißlicher, gräulicher oder tonfarbener Stuhl indiziert ein Defizit an Gallenflüssigkeit. Okay. Die Gallenflüssigkeit macht den Kot braun. Hellerer Kot könnte auf Probleme mit der Leber und der Gallenblase hindeuten, denn diese Organe produzieren und speichern den Gallensaft. Ey, no joke, also das klingt zwar alles hier witzig, so Kot und Scheiße und bla bla bla, aber es sind wirklich wichtige Dinge. Und der Magen und der Darm und alles hier unten in unserem Körper ist von enormer Wichtigkeit. Also wenn ihr immer aufs Klo geht und ihr denkt, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Nehmt das mal ernst jetzt hier, no joke. Okay. Weißer Schleim auf braunem Stuhl könnte ein Anzeichen der Crohn-Krankheit sein. Eine chronische Entzündungserkrankung des Darms. Okay. Weißer Schleim. Zweitens, grün. Grün? Bist du ein Fan von Spinat, Grünkohl und Brokkoli? Oder vielleicht besteht deine Ernährung aus Avocados, Gurken, Zucchini, Kiwi oder anderen grünen Lebensmitteln? Dann hast du wahrscheinlich keinen Grund, dir über grünen Kot Sorgen zu machen. Aber es ist schon irre, dass so wirklich grüne Lebensmittel dann auch grünen Kot verursachen. Oder rote Lebensmittel, roten Kot. Kot ist doch generell so ein komisches Wort. Ein grüner Kot könnte durch den Konsum von Gemüse reich an Chlorophyll, Getränken mit grüner Lebensmittelfarbe und Eisenergänzungsmitteln verursacht werden. Okay. Sollten Lebensmittel nicht der Grund sein, dann bedeutet dies, dass dein Stuhl den Verdauungstrakt zu schnell passiert hat und es nicht ausreichend Zeit gab, um Gallenflüssigkeit und Gallenfarbstoff zu sammeln. Was ich euch nur sagen kann, ist immer viel Wasser trinken. Es hört sich so dumm an, aber das ist richtig wichtig für eure Kacke. Auch wenn man denkt, das kommt dann... Also, weiter. Alles klar. Gelb. Gelber Kot. Hast du jemals festgestellt, dass dein Stuhl gelblich ausschaut, bedeckt von einem öligen Film und hinterlässt sogar Tropfen an Öl in der Toilettenschüssel? Nee. Gelber Stuhl kann ein Anzeichen von blockierten Gallenflüssigkeitskanälen und einer schlechten Aufnahme von Fett sein. Okay. Wenn dein Verdauungssystem das Essen nicht wie vorgesehen herunterbrechen kann, dann gelangt zu vieles in deinen Stuhl. Ein weiterer Grund ist das Defizit eines Enzyms, das durch die Bauchspeicheldrüse produziert wird, was auf chronische Pankreatitis, Mukoviszidose und Zölikalie hindeuten kann. Also ich mag sowas ja eigentlich echt gern, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und sich über die Gesundheit und sowas alles zu informieren. Aber es ist auch ein bisschen eklig. Und man denkt irgendwie immer direkt, man sei krank. Schwarz. Schwarz? Schwarzer Kot könnte auftreten, wenn du Medikamente einnimmst wie Aspirin, Ibuprofen und Eisentabletten oder dein Darm blutet. Oh. Eine häufigere Ursache liegt wieder im Essen. Schwarze und blaue Lebensmittel wie Blaubeeren, Lakritze, dunkle Schokoladenkekse und Traubensaft könnten deine Fäkalien diese Farbe verleihen. Okay. Wie weird. Eisentabletten und Nikotin sollten auch für die Veränderung in der Farbe verantwortlich sein. Wenn weder schwarze und blaue Lebensmittel noch Eisentabletten Teil deiner Ernährung sind, dann solltest du nun wahrscheinlich alarmiert werden. Okay. Fünftens. Rot. Wenn die da jetzt nicht Tomatensauce sagen, dann hat die vielleicht doch Blut im Stuhl. Aua. Rot. Roter Kot wird in der Regel durch deine Ernährung beeinflusst. Beeren, Jello, farbige Getränke, Tomaten. Denke einfach darüber nach, was du kürzlich gegessen hast. Ja, zwei Schüsseln Tomatensuppe? Nun, dann solltest du nicht überrascht sein. Okay, gut. Wenn dein Essen jedoch nicht die Ursache ist, dann ist es an der Zeit, deinen Arzt anzurufen. Also mal ganz kurz das Video zusammengefasst, weil wir jetzt hier schon 4 Minuten 40 drin sind. Wenn ihr irgendwas gegessen habt, was der Farbe eures Kots entspricht, macht euch keine Sorgen. Wenn nicht, ab zum Arzt. Weiß ich nicht, muss das. Wenn du immer noch nicht glaubst, dass die Beobachtung deines Kots normal ist, dann könnte dich vielleicht wissenschaftliche Forschung überzeugen. Okay. Erstens,
Wenn du separate, solide Klumpen siehst, die an Nüsse oder Ziegenkot erinnern, dann ist dies wahrscheinlich ein Zeichen für ernsthafte Verstopfung. Oh. Diese Art von Stuhl bedeutet, dass es deinem Körper an Ballaststoffen fehlt. Mhm. Versuche dies zu beheben, indem du mehr ballaststoffreiche Lebensmittel isst, wie frisches Obst und Gemüse, Getreide, Nüsse, Samen, Vollkornpasta, Bohnen und Linsen. Okay, also wenn euer Kot in so kleinen Klümpchen kommt, dann Ballaststoffe essen, falls ich das jetzt richtig verstanden habe. Laut der amerikanischen Diätgesellschaft konsumieren Amerikaner etwa 14 Gramm Ballaststoffe pro Tag, was weniger als erforderlich ist. Mhm. Die optimale Menge liegt bei 28,34 Gramm pro Tag für Frauen unter 51 und 36,85 Gramm pro Tag für Männer im gleichen Alter. Ich finde allerdings, es ist extrem schwierig, so penibel genau auf seine Ernährung zu achten. Ich meine, jeder Mensch kann das ja so grob einschätzen. Man muss jetzt nicht sagen, ich muss am Tag 1,5 Äpfel essen und dies machen und das machen, dann zwingt man sich ja nur noch. Einfach nur so ein bisschen nachdenken. Und wenn ihr schon wisst, ey, ich habe gestern Abend einen Döner gegessen zum Abendessen, okay, mach das mal. Aber dann würde ich mir wiederum denken, am nächsten Morgen, okay, dann esse ich heute zum Frühstück einfach mal einen Obstsalat und zum Mittagessen mache ich mir dann eine Suppe mit Vollkornbrot oder irgendwie so, damit man das so wieder ausgleicht. Also alles sollte man so einem Kompromiss sein, finde ich. Wurstförmiger, großer, klumpiger Kot spricht von Verstopfung. Oh. Diese Art von Kot entsteht ebenfalls durch fehlende Ballaststoffe. Okay. Andere Gründe für Verstopfung könnten eine langfristige Einnahme von Antidurchfallmedizin und fehlende körperliche Aktivität sein. Mm-mm. Der Rat ist, mehr Obst und Gemüse zu essen und Sport zu betreiben. Nee. Dies hilft, Verstopfung zu vermeiden, denn dein Körper braucht weniger Zeit, um all das Essen durch den Dickdarm zu führen. Stimmt. Dadurch, dass man sich bewegt, kriegt der Körper das sehr schnell. Das sind so interessante Dinge, so banale Sachen einfach. Das stimmt. Aerobic-Übungen wie Rennen, Joggen oder Schwimmen beschleunigen auch deinen Herzschlag und deine Atmung, sodass eine bessere Kontraktion der Muskeln stattfindet, die in den Verdauungsprozess involviert sind. Treibe jedoch keinen Sport direkt nach einem großen Essen. Warte für eine Stunde, um ein Völlegefühl und ein exzessives Gas zu vermeiden. Ja, oder macht's auch einfach nicht so wie ich. Luca, der letztens Boxtraining hatte, morgens um 10, dementsprechend um 9.30 Uhr losgefahren ist mit dem Auto und sich beim Autofahren noch 3 fette Vollkornbrot-Sandwiches reingeknallt hat, um dann beim Training fast kotzen zu müssen. Wenn du regelmäßig einen gerissenen, wurstförmigen Kot hast, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Okay. Das ist normaler Stuhl. Dir geht es gut. Schön. Vergesse nicht zu laufen und mehr Wasser zu trinken. Sag ich ja. Da Verstopfung mit Dehydration im Darm verbunden ist, musst du sicherstellen, dass du ausreichend Wasser trinkst. Mhm. Dies hält dein Kot weich und einfach zu passieren. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ihr alle zu Hause. Ihr schaltet jetzt ab. Ich weiß, es ist jetzt blöd für meine Watchtime, weil jetzt wahrscheinlich viele runtergehen von dem Video hier und bla bla. Aber ihr schaltet jetzt ab, geht in eure Küche und trinkt ein ganz großes Glas Wasser. Also ich für meinen Teil, ich trinke no joke täglich 4 bis vielleicht auch manchmal 5 Liter Wasser am Tag. Und das ist einfach nur gut. Also, schaltet jetzt dieses Video aus, gönnt euch ein Glas Wasser und danach geht ihr kacken. Wenn deine Fäkalien weich, wurstförmig und glatt sind, herzlichen Glückwunsch. Dein Kot ist so perfekt, wie er nur sein könnte. Ui. Versuche eine ausgeglichene Ernährung aufrechtzuerhalten und vermeide stressreiche Situationen. Wenn du während wichtigen Meetings, Prüfungen oder einem Familientreffen nicht zur Toilette kannst. Mhm. Das Unterdrücken des Stuhlgangs ist schlecht für dich. Denn wenn du dies 1 oder 2 oder 3 Mal machst, könnte die Verstopfung permanent werden. Das ist nicht so gut. Ich habe das in der Schulzeit nahezu daily gemacht, weil ich wollte nicht auf diese komischen Crack-Toiletten bei uns gehen. Kenne ich von mir. Um keine Verstopfung zu verursachen, versuche Stress zu vermeiden und bleibe gesund. Das ist so crazy, weil es ist psychisch. Aber es nimmt... Oh. Firat. Jo, Meister. Na? Na? Hast du mal Popcorn selber gemacht? Nee. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Kumpel von mir hat mich gerade angerufen, Firat. Ganz liebe Grüße, hat mich schon oft hier in Videos gestört. Und der will gleich Popcorn mit mir machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich morgen in meinem Kot, keine Ahnung, bei Popcorn... Ja, keine Ahnung, Popcorn hat keine Farbe. Vielleicht werde ich ganz normal wieder meinen braunen Kot haben. Naja, schreibt mir gerne mal euren Standardcode unten in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal, gebt einen Daumen hoch und ich gehe jetzt scheißen.